Das ist die erste Sendung von unserem Federal vom Nebelspalter aus dem legendären Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Wir besprechen die wichtigsten Themen der Woche. Heute das Impfdesaster vom Bund und das Rahmenabkommen. Mein Gast ist der Mitte-Präsident Gerhard Pfister, Nationalrat aus dem Kanton Zug. Herr Pfister, sagen Sie, wie lange sind Sie nicht mehr im Café Federal gewesen, zum Eis trinken oder zum Mittagessen? Da muss ich gut überlegen. Ich würde sagen, Herbstsession 20. Jetzt nehmen wir wieder etwas, ein Glas Rotwein. Einen, den Sie sich gewünscht haben, den Piemonteser von Angelo Gaia. Sagen Sie mir, was ist Ihre Beziehung zum Piemont und zum Rotwein aus dem Piemont? Meine Beziehung zum Piemont und überhaupt zu Italien ist familiäre. Ich habe einen Teil von meiner Familie, die im Piemont wohnt, die in Turin wohnt und lebt und arbeitet. Ich habe einen Teil von der Familie, die in Ligurien wohnt, in Ventimiglia. Das ist sehr familiär, wenn man das denkt. Wunderbar, zum Wohl. Sehr zum Wohl. Rund um die Scheibe, die wir zwischen uns haben. Genau, muss man auch erwähnen. Jawohl. Sehr fein. Sehr fein. Gehen wir zum ersten Thema. Die Kantone könnten eigentlich dreimal so viel impfen, wie sie heute impfen. Das Problem ist, der Stoff fehlt. Und der Herr Berset sagt auch, solange die Impfkampagne nicht vorwärts geht, können wir keine Lockerungen machen. Schaffen wir die Impfung bis Ende Juni von allen denen, die sich impfen wollen? Eine der grossen Schwierigkeiten der Pandemie ist das Erwartungsmanagement, das der Bundesrat betreiben muss. Er wird manchmal selber Opfer von den eigenen Ankündigungen. Ich wäre an seiner Stelle sehr viel vorsichtiger gewesen. Man muss aber auch sehen, wenn das ist kein Trost, man muss doch schon sehen, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, innerhalb nach einem Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie sind 4-5 verschiedene Impfstoffe weltweit produziert, weltweit verfügbar, dann hätte man gesagt, das ist ein Erfolg. Die Schwierigkeit besteht jetzt einfach darin, dass die Ungeduld in der Bevölkerung grösser wird, dass die Müdigkeit zunimmt, erleben wir auch im Parlament, und dass wir aber doch eben auch vor der dritten Welle stehen. Die wird kommen und offen ist, welche Auswirkungen dass die dritte Welle haben wird, insbesondere auf die Situation in den Spitälern. Ich glaube, es braucht jetzt halt wirklich noch einmal sehr, sehr viel Geduld, noch einmal durchhalten wollen. Aber wenn man jetzt überhastet auftut, dann riskiert man im Sommer eine Situation, die wir alle nicht wollen. Aber heisst jetzt das wirklich, dass dann Beizen zubleiben, bis wir Ende Juni wirklich geimpft haben? Das wird sich im April entscheiden. Ich hoffe es nicht. Ich gehe davon aus, dass wir im Mai, wenn das alles so eintrifft und wenn die Überlastung der Spitäler abgewendet werden kann, dass wir im Mai auch mit zusätzlichen Impfungen, die wir bis dann wird haben, durchaus vielleicht den einen oder anderen Aussenraum sicher kann öffnen. Aber Restaurant sind epidemiologisch halt Räume, wo Leute zusammensitzen über einen längeren Zeitraum ohne Maske. Und das ist epidemiologisch das, was eigentlich zu vermeiden ist. Ja, aber jetzt müssen wir schon noch mal darüber reden. Warum ist der Stoff nicht da, den wir bestellt haben? Haben wir zu spät bestellt? Wir haben relativ wenig bestellt. Wir haben Impfstoff zugelassen, den wir gar nicht bestellt haben. Und einen anderen, den wir bestellt haben, haben wir bis jetzt nicht zugelassen. Also das müssen wir nicht nur über das Erwartungsmanagement reden. Ja, man muss auch sehen, dass es relativ schwierig ist, rechtzeitig zu bestellen, rechtzeitig bei der richtigen Firma und dann auch noch zum richtigen Preis. Die Firmen haben durchaus auch ein gewisses marktwirtschaftliches Verhalten. Klar. Sie warten auf den Preis, sie warten, schauen, wer zahlt den besseren Preis. Dort hat der Bundesrat sicher nicht alles richtig gemacht, nicht alles richtig verhandelt. Ich bin aber doch zuversichtlich, dass wir im Frühsommer oder im Sommer dann wirklich eine Situation anbringen, wo alle, die sich impfen lassen wollen, das auch können. Sie haben den Preis angetönt. Ich meine, es ist bekannt mittlerweile, dass Großbritannien und Israel mehr gezahlt haben, rund doppelt so viel, schätzt man, oder? Aber das hätten wir uns ja auch leisten. Die Taskforce sagt, ein Tag Beizen-Lockdown kostet 100 Millionen, so rund, oder?
das hätten wir locker mögen zahlen, wenn man dann früher könnte wieder auftun. Ja, das ist richtig. Oder? Es ist eine Frage, hätte man früher auftun können, wenn man zu einem höheren Preis eingekauft hat, dann hätte man vielleicht mehr Medikamente, mehr Impfdosen. Also, das sind alles Fragen, die Sie und ich nicht können überschauen können, die man muss aufarbeiten muss, woran das gelegen ist. Letztendlich muss ich aber schon sagen, wir müssen alle daran arbeiten, dass es im Sommer einigermaßen wieder eine normalere Situation gibt und dass wir im Herbst dann nicht wieder in eine vierte oder fünfte Welle laufen. Aber es nimmt mich schon ein Wunder. Sie sagen aufschaffen, wer wird das denn machen? Macht das Parlament? Oder? Es ist die Bundeskanzlei hat den Auftrag schon lange. Sie macht auch. Sie hat die erste Phase von der Pandemie auch schon durchaus einen Bericht darüber abgeliefert. Das wird man muss laufend schauen, was kann die Exekutive verbessern. Das Parlament ist meines Wissens bereits jetzt dran, in den verschiedenen GPKs und so weiter. Da gibt es vieles aufzuschaffen. Oder? Man muss, wenn man es ein bisschen aus der Distanz anschaut, wird man sehen, dass viele Fehler vermeidbar sind und viele Fehler man erst im Nachhinein feststellt hat, dass es ein Fehler ist. Man muss einfach mal schauen, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie Taiwan die Situation bewältigt. Taiwan hat die Situation außerordentlich gut bewältigt, ist eine Insel, ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher. Mhm. Aber warum hat Taiwan jetzt die Covid-Pandemie besser bewältigt als eine erste Pandemie, die sie schon hatten? Das ist gerade die Antwort. Oder? Sie haben das schon mal durchgemacht. Sie haben vor 4 oder 5 Jahren SARS gehabt. Genau. Dort sind sie sehr stark dran gekommen. Und haben konsequenterweise, und dort haben sie es nicht richtig gemacht, haben die Pandemie nicht richtig können eindämmen oder nur nach grossen Schwierigkeiten. Jetzt haben sie daraus gelernt und das muss die Schweiz auch machen. Mhm. Wer trägt am Schluss die Verantwortung, die politische auch, für das, was passiert ist? Die politische Verantwortung trägt im Wesentlichen der Bundesrat. Mhm. Ich war immer der Meinung, gerade weil das so ist, sollte das Parlament das mittragen, was es auch verantworten kann. Wir können das Parlament verantworten, wie viel Geld muss gesprochen werden, welche Rahmenbedingungen für die Krisenbewältigung müssen getroffen werden oder müssen vorhanden sein. Aber der Entscheid, was in der Pandemie aktuell zu tun ist und welche Massnahmen das man zu machen hat, die bleibt voll und ganz beim Bundesrat. Mhm. Und er wird sich auch verantworten müssen. Und von wem? Vor der Öffentlichkeit, vor dem Parlament und vor der Gesellschaft insgesamt. Mhm. Ich glaube, das wird so sein. Und darum wird er sich auch für Fehler müssen verantworten, wird aber auch daran gemessen werden müssen, wie das andere Länder gemacht haben. Mhm. Dann stelle ich fest, dass andere Länder einen weniger liberalen Weg eingeschlagen haben als der Bundesrat, als die Schweiz. Ich bin überzeugt, wenn man am Schluss wird schauen, wie hat es der Bundesrat in der Summe gemacht, wird er ein besseres Zeugnis bekommen, als man im Moment von gewissen unzufriedenen Seiten her und auf Social Media kann lesen kann. Was sagen Sie denen Unzufriedenen? Denen auch Leute, insbesondere im Gastgewerbe, die einfach sagen, das kann nicht mehr so weitergehen, wir haben wirklich ein Problem. Grosses Verständnis und die Nöte sind ja nicht eingebildet. Oder? In einer Pandemie sind die am meisten betroffen, die eben Versammlungen von Leuten zu ihrem Business gehören. Das sind Veranstaltungen, das sind Restaurants. Bei den Restaurants ist insbesondere eben, wie gesagt, nach der Situation, dass sie ohne Maske in einem geschlossenen Raum sind. Das ist für eine Pandemie genau das, was eigentlich nicht dürfte passieren. Das ist das grosse Problem. Man muss sehen, dass wir viel Geld gesprochen haben. Mhm. Wir haben jetzt im Moment, jedes Mal mehr. Jetzt im Moment sind 80 Milliarden in dem Sinn gesprochen, bewilligt, verfügbar. Und davon sind 30 Milliarden bereits gebraucht worden. Es wird nicht am Geld liegen, sondern es wird eher daran liegen, dass die Hilfe nicht rechtzeitig und nicht zielgerichtet dort nachkommt, wo sie gebraucht wird. Mhm. Auch dort trägt das Parlament eine gewisse Verantwortung. Wir haben im Dezember in dem Covid-Gesetz Vorschriften hineingetan, die hätten sollen den Missbrauch verhindern. Das ist an sich richtig. Aber wenn sie sehr stark regeln, man hat es fest reglementiert, aus Angst vor Missbrauch, und hat damit erreicht, dass es administrativ relativ kompliziert ist, zu dem Geld zu kommen. Das ist ein Fehler, wo das Parlament muss auf sich nehmen muss. Mhm. Und was sagen Sie? Eben, es gibt so einen Gückelkampf, oder die SVP will sofort lockern. Oder? Und die SP sagt, nein, man muss es möglichst streng oder vielleicht sogar noch strenger machen, aber wir müssen dafür genug Geld sprechen. Wo ist die Position von der Mitte zwischen diesen
Gückel. Die Position von der Mitte ist seit dem Anfang, alle Massnahmen, die nötig sind, muss man ergreifen, muss man unterstützen. Wenn es am Geld liegt, kann es nicht am Geld fehlen. Das ist genug vorhanden. Dass die Betroffenen sollen auch vom Staat her Unterstützung bekommen. Es ist der Staat, der Unternehmen vorschreibt, ihr dürft nicht mehr geschäften. Ja. Und muss es auch der Staat sein, der für den finanziellen Schaden dann auch aufkommt. Das scheint aus meiner Sicht klar zu sein. Das ist unsere Position. Und bezüglich Massnahmen und Öffnungen so langsam wie nötig und so schnell wie möglich. Mhm. Das ist in einer Pandemie aus meiner Sicht wirklich das, was geboten ist. Und das ist unsere Position. Das ist jetzt aber ziemlich genau die Position von Alain Berset und von seiner Partei, der SP. Wie grenzen Sie sich dort ab? Es geht nicht darum, dass man in einer Pandemie schaut, dass man sich abgrenzt gegenüber anderen Parteien. Sondern es geht darum, dass man in einer Pandemie das Richtige macht. Und ich stelle einfach fest, die SP hat Vorschläge, wo sehr weit gehen, auch was Ausfinanzierungen gehen, wo aus meiner Sicht auch die Selbstverantwortung zu stark wegnehmen von den einzelnen Unternehmen. Auf der anderen Seite muss man eben schon auch sehen, es gibt Unternehmen, die dort durchaus auch widersprüchlich sind. Die in guten Zeiten immer sagen, lasst uns in Ruhe. Aber jetzt nach dem Staatsschreit, wo man müsste eigentlich sagen, ein bisschen mehr Selbstverantwortung könnte man auch von euch erwarten. Von der SVP ist auch da das zu erwarten, was sie sonst auch liefern, nämlich nichts zur Bewältigung von einer Pandemie, nichts zur Bewältigung von der Krise, außer dass man einem Bundesrat diktatorisches Verhalten vorwirft. Mhm. Das kann man nicht brauchen, aber das ist ein Entscheid von der SVP-Führung, das so zu machen. Und der ist, das muss man auch sagen, der ist für die SVP erfolgreich. Mhm. Ihre Kommunikationsabteilung verkündet ja, dass die Mitgliederzahlen steigen und dass sie mehr neue Mitglieder haben. Gut, das zeigt, dass das für die SVP funktioniert. Das ist nicht das, was ich von einer Partei erwarte, die sich als Staatstrager betrachtet. Wir sitzen in einem leeren Restaurant, trinken einen feinen Rotwein aus dem Piemont und Sie sind bei Foisy Federal im wöchentlichen Talk über Schweizer Politik. Mein Gast ist der Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte. Wir gehen zum zweiten Thema über, zum Rahmenabkommen. Diese Woche hat es so ein Manöver gegeben in der Aussenpolitischen Kommission. Die Grünliberalen haben zusammen mit der FDP probiert, letztlich den Bundesrat zu zwingen, egal wie das die Nachverhandlungen rauskommen, das Abkommen im Parlament zu überstellen. Was halten Sie von dem Manöver, das da passiert ist? Es ist vorauszuschicken, dass nach meinem Dafürhalten die FDP-Delegation in der Aussenpolitischen Kommission nicht repräsentativ ist für die FDP-Fraktion oder Partei sogar, sondern dass dort bekennende Rahmenabkommen Befürworter, egal wie es rauskommt, Beitrittsbefürworter in letzten Endes drin sitzen. Und das ist nicht eine repräsentative Position. Bei den Grünliberalen habe ich das Gefühl, das ist repräsentativ für das, was sie machen. Sie sind die einzige Partei, wo ziemlich vorbehaltlos sagt, egal was von Brüssel zurückkommt, wir sind für das Rahmenabkommen und werden dem zustimmen, egal ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Schweiz, wir finden das per se eine gute Sache. Und das gibt dann manchmal so gewisse Dynamiken in den Kommissionen, wo man versucht, die eigene Position natürlich dann auch durchzubringen. Das ist legitim. Ich persönlich finde es natürlich schon bedenklich, wenn man den Bundesrat will zwingen, ein Rahmenabkommen, das er selber nicht unterstützt, ins Parlament und dann letztendlich vor das Volk zu bringen. Das wäre einmalig staatspolitisch und das kann es nicht sein. Zuerst ist jetzt der Bundesrat gefordert, um Position zu beziehen, zu dem, was er als Verhandlungsergebnis zurückbekommt. Und dann muss man schauen, ob das Parlament sich da dazu will äußern, muss sich sicher dazu äußern. Aber eine parlamentarische Botschaft für das Parlament und das Rahmenabkommen für das Volk, das kann es nur geben, wenn der Bundesrat klar dahinter steht. Was haben Sie das Gefühl, was die Beweggründe sind? Dass ich meine, Sie haben es gesagt, das sind Befürworter letztlich von einem Beitritt, Befürworter von dem Abkommen. Sie sagen schon seit relativ lang, das Abkommen ist tot, es hat keine Chance vor dem Volk. Sie sind, glaube ich, einer der Ersten, der das so deutlich geäussert hat.
Geht es da einfach darum, die Beerdigung zu verzögern? Oder was ist der Hintergrund? Also wir haben natürlich gesehen, wenn sie parteipolitisch kann ich das den Exponenten durchaus nicht verdenken. Das ist eine parteipolitische Position. Dass sie ein Rahmenabkommen in einer Volksabstimmung zur Debatte stellen wollen, dann müssen sie nicht einmal davon ausgehen, dass sie die Abstimmung gewinnen. Sondern zum Beispiel eine grünliberale Partei, die einen Wähleranteil von 7 oder 8% hat, die wird natürlich bei einer Abstimmung, wo sie die Einzigen sind, die sagen, wir sind total dafür, werden sie natürlich vielleicht 20, 30, vielleicht sogar 40 Prozent von der Stimmbevölkerung haben. Das ist parteipolitisch durchaus legitim, das kann man so machen. Hat aber nichts mit der Sache zu tun. Hat nichts mit der Sache zu tun und hat insbesondere nichts mit einer Gesamtverantwortung für die europäische Diskussionen, für das Verhältnis von der Schweiz zu Europa zu tun. Weil ein Volksnein zu einem Rahmenabkommen, wie auch immer, ist aus meiner Sicht ein Rückschritt und ein Totalschaden, wie man seinerzeit bei der EWR-Abstimmung hat. Das wirft das Land noch viel weiter zurück, als wenn jetzt die Regierung zum Schluss kommt, wir müssen den Verhandlungsprozess beenden und das Ergebnis ist nicht befriedigend. Aber genau, Befürworter argumentieren umgekehrt. Sie sagen, der politische Schaden, insbesondere in Brüssel, sei grösser, wenn der Bundesrat Nein sagt, als wenn am Schluss das Volk Nein sagt. Was ist da? Ja, das ist eine Drohung, die ich so nicht nachvollziehen kann, weil man beurteilt dann eigentlich den Schaden aufgrund von der Reaktion von den anderen, die man vermutet. Und wir sind uns das ja gewohnt, dass der Verhandlungspartner EU einigermaßen kohärent ist. Das war er auch mit den Briten immer. Und dass er durchaus ein stärkerer Verhandlungspartner ist, als das der Bundesrat oder die Schweiz dann manchmal halt ist. Und dass die EU natürlich sagt, es wird uns nicht gefallen, wenn er da zum Schluss kommt, dass das Rahmenabkommen nicht akzeptabel ist. Das gehört zur Verhandlungsposition. Das kann letztendlich nicht im Interesse von der Schweiz sein, dass man eine Haltung im Inland abhängig macht von einer Haltung von der EU-Behörde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man täuscht sich, wenn man die Position von Brüssel gleichsetzt mit der Position der europäischen Länder. Schon nur unsere Nachbarn sehen das sehr viel pragmatischer. Und ein Vertreter von einer spanischen Regierung zum Beispiel, der hat gar noch nicht auf dem Radar, dass wir mit der EU irgendein Problem sollten haben. Was soll man denn der EU anbieten? Was kann man vielleicht der EU anbieten, wenn man sagt, das Abkommen so, wie es jetzt ist, schaffen wir nicht, bringen wir nicht durch? Zuerst einmal hat die EU das Recht, und das soll man zuerst einmal anbieten, auf eine klare Position von der Schweiz. Jawohl. Da wartet sie jetzt zu Recht ein bisschen lang auf eine klare Haltung von der Schweiz. Etwa 3 Jahre. Und die Frustration, zum Beispiel von einem Herrn Juncker, die ist nachvollziehbar, weil der Herr Juncker hat von unserer Regierung immer gehört, wir haben kein Problem, wir werden das jetzt nächstens unterschreiben. Und im Inland haben sie dann plötzlich gemerkt, das geht nicht so einfach. Und das haben sie der EU eigentlich nie so klar gesagt. Insofern hat die EU mal sicher das Recht auf eine klare Haltung von der Schweiz bezüglich dem Rahmenabkommen. Und dann hat die Schweizer Landesregierung und haben wir alle auch Verantwortung, das auch als Chance zu sehen. Ich erlebe jetzt einfach auch eine Diskussion, die ein bisschen führt. Wir haben hier ein Problem bei den Äquivalenzen, Emory und so weiter. Wir haben dort ein Problem, dort hat die Wirtschaft ein Bedürfnis. Und die Antwort bis jetzt hat immer geheißen, für das brauchen wir ein Rahmenabkommen. Genau. Und das ist die einzige Antwort gewesen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Rahmenabkommen nicht kommen wird, dann setzt das unter Umständen eben auch ein bisschen Fantasie und ein bisschen Kreativität frei, dass man halt für das Problem, das durchaus bestehen kann, auch eine andere Lösung findet. Welche zum Beispiel? Kohäsionsmilliarden? Schauen Sie, ich glaube es nicht, weil Kohäsionsmilliarden haben wir im Inland im Parlament sehr stark damit verknüpft, dass die EU auf Sanktionen und auf strafende Massnahmen gegenüber der Schweiz verzichtet. Das ist bei weitem noch nicht in Aussicht gestellt und insofern muss man dort schon den Grundsatz aufrechterhalten. Der Bundesrat darf das gar nicht machen, bevor nicht die EU auf Sanktionen und auf weitere Einschränkungen gegenüber der Schweiz verzichtet, die außerhalb von jeglicher vertraglicher Basis sind. Nein, aber es gibt zum Beispiel das Problem, dass Äquivalenzen
für Produkte im EU-Raum könnten unter Schwierigkeiten kommen. Und da muss man sich halt zusammensetzen und sagen, okay, gibt es vielleicht eine Lösung, eine politische Lösung, dass wir sagen, die Politik, der Staat, ist dafür verantwortlich, dass wir Zertifizierungsstellen innerhalb vom EU-Raum machen und das unseren Unternehmen zur Verfügung stellen. Ist aus meiner Sicht eine pragmatische Idee, wo man jetzt nicht drauf kommt oder wo man jetzt nicht diskutiert, weil man sagt, das löst dann das Rahmenabkommen. Wenn Sie die Lösungen mal weg vom Tisch haben, müssen Sie andere Lösungen finden. Aber das ist ja genau das Problem, weil die Befürworter von dem Abkommen immer noch die Beerdigung wollen. Rauszögern oder vielleicht sogar verhindern, sodass es irgendwie auf Eis gelegt wird oder so, dann wird man gar nie können, ein bisschen kreativ über neue Ansätze reden. Ja, das ist genau das Problem und darum braucht es jetzt einen klaren Entscheid von der Landesregierung. Also, wenn die Landesregierung zum Schluss kommt, der Bundesrat zum Schluss kommt, das Rahmenabkommen ist perfekt und wir wollen das unterschreiben und wir stehen voll und ganz dahinter, dann soll er eine Botschaft machen, dann kommt sie ins Parlament, schauen, ob das Parlament die gleiche Meinung hat, dann kommt es am Schluss was vor. Das ist der normale Weg. Wenn der Bundesrat aber zum Schluss kommt, das ist nicht genügend, auch gemessen an dem, was er eigentlich selber immer gesagt hat, was er will, dann ist es nichts anderes als redlich, dass er sagt, es genügt nicht, wir hören auf mit der Rahmenabkommenverhandlung und gehen dann im Inland und auf die Kreise zu und schauen, wie man für die durchaus bestehenden Probleme und Herausforderungen andere Lösungen findet, außerhalb von einem Rahmenabkommen. Da gibt es mehr Möglichkeiten, als man denkt. Das Problem ist tatsächlich, dass im politischen Diskurs die Möglichkeiten gar nicht aufs Tapet kommen, solange man wie das Küngeli vor der Schlange immer auf das Rahmenabkommen steht. Aber es ist nicht, man redet über die drei Klärungen, also man redet über Lohnschutz, man redet über Unionsbürgerrichtlinie, über staatliche Beihilfe, aber der Elefant im Raum und auch Ihre Kritik im Rahmenabkommen ist eigentlich seit langer Zeit die Souveränitätsfrage. Also inwiefern kann man denn noch gewisse Gesetze erlassen, welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof und so weiter, das wissen Zuschauerinnen und Zuschauer ganz sicher alles. Aber ich meine, solange der Bundesrat auf diesen drei Sachen beharrt und das andere kein Thema ist, solange sind wir doch nicht fähig für eine gute Beerdigung. Ja, und die anderen drei Themen, die wir längst alle schon auswendig haben. Auswendig wissen, genau. All die Schwierigkeiten haben ihren Ursprung darin, dass sie verlinkt sind mit dem Europäischen Gerichtshof. Das ist das Problem. Oder? Und darum bin ich eben der Meinung, das, was toxisch ist an diesem Rahmenabkommen, ist genau der Europäische Gerichtshof. Gesehen, ja. Und nicht das Ankommen an sich, aber die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Und das zeigt sich ja, oder? Also, es hat den Grund, warum zum Beispiel die EU sich immer geweigert hat, Regelungen über die Unionsbürgerrichtlinie explizit im Abkommen rauszunehmen. Oder? Dass man dort nicht, weil die EU natürlich sieht, wenn es nicht drin ist, und wenn es auch explizit nicht als Ausnahme deklariert ist, dann hat die EU die Möglichkeit, via EuGH das einzuklagen gegenüber der Schweiz. Und das ist der Weg, den sie natürlich wollen. Das ist seitens der EU eine sehr klare und gute, aus ihrer Sicht eine gute und logische Strategie. Unser Fehler ist einfach, dass wir haben viele Fehler gemacht, aber einer der grössten Fehler war, dass man, wo man das Verhandlungsmandat geschrieben hat, hat man viel zu enge und viel zu konkrete rote Linien und Vorschriften drin, da, wo man sich selber schon gebunden hat und dann für die Verhandlungen überhaupt keinen Spielraum hat. Und gleichzeitig hat man die Souveränitätsfrage ist nicht drin. Also ich meine, das wäre meine nächste Frage. Wer ist denn für das Problem verantwortlich? Ist es der Ignacio Cassis? Sind es seine Vorgänger? Was würden Sie sagen? Ich würde darauf verzichten, jetzt da persönlich. Also, der Anstoß ist ja in unserem Parlament gekommen, wo man gesagt hat, ja, wir möchten mal mit der EU über ein Rahmenabkommen diskutieren. Ein CVP-Ständerat? Philipp Sterling, einer von meinen Vorgängern als Parteipräsident. Die Idee an sich ist ja nicht abwegig, oder? Dass man sagt, über die vielen Abkommen stellt man einen rechtlichen Rahmen, der für beide Seiten akzeptabel ist und wo die Weiterentwicklung von diesen guten bilateralen Beziehungen ermöglicht. Das ist eine Grundidee. Man hat aber dann einen Fehler gemacht, den man zum Beispiel bei der bilateralen Eis nie gemacht hat. Bei der bilateralen Eis, nach dem EWR Nein, ist man einmal zwei Jahre lang explorieren, schauen, wo könnte man etwa mit der EU, wo haben wir Vorteile, wenn man das mit der EU verhandelt, wo hat die EU zum Beispiel das Interesse. Da hat man zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als geschaut, wo sind die Felder. Und hat noch kein Verhandlungsmarkt gemacht. Und nachher, wo das Mandat dann gekommen ist, hat man es relativ allgemein gehalten. Da, beim Rahmenabkommen, hat man die Idee gehabt, hat ein sehr fixes, sehr konkretes Mandat dann definiert,
ist dann auf Brüssel mit dem Mandat, hat dann eins nach dem anderen, eine nach der anderen rote Linie nachgegeben und ist jetzt in einer Situation, wo man sich selber eigentlich Fesseln angelegt hat, um mit der EU gar nicht mehr richtig auf Augenhöhe zu verhandeln. Das ist die Situation. Und es geht nicht darum, dass man jetzt einen persönlichen Schuldigen sucht, ja, schon gar nicht im Bundesrat. Der Ignacio Cassis hat das Mandat übernommen. Der Bundesrat, sein Vorgänger, Bundesrat Burkhalter, ich attestiere mir auch wie jedem anderen Politiker, dass er das Beste hat wollen für das Land, dass er sein Fehler war, dass er im Inland immer gesagt hat, wir sind knapp vor der Unterzeichnung. Genau. Und erst nachher gemerkt hat, dass wir da viel mehr Probleme haben, als wir haben, als er gemeint hat. Bei Ignacio Cassis attestiere ich, dass er eine gewisse Offenheit signalisiert hat, dass bei Verhandlungen das auch scheitern kann. Und wenn es jetzt scheitern sollte, dann ist es nicht die Schuld von Ignacio Cassis, sondern dann ist das eine Entwicklung, wo man einfach muss sagen, zur Zeit, wo man den Verhandlungsprozess angefangen hat, hat man gewisse Erwartungen gehabt, eine gewisse Vorstellungen gehabt. Das hat man mit der EU diskutiert. Das, was jetzt das Ergebnis ist, ist für unsere Seite nicht befriedigend. Dann muss man aufhören. Mhm. Ich werde Sie immer wieder so alle zwei Monate ungefähr hier als Gast haben. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, ist das Rahmenabkommen dann vom Bundesrat beerdigt oder gibt es eine ganz lange Geschichte? Wie in den letzten Jahren, wo man es auch immer wieder verlängert hat, mit Konsultationen gemacht und Umfragen und so. Also sagen wir es mal so, wenn Sie mich nicht vor zwei Monaten einladen, also ich würde mal sagen, wenn Sie mich das nächste Mal nach der Sommersession einladen, dann wage ich jetzt heute die ziemlich risikofreie Wette, dass wir dann wissen, dass der Bundesrat das vorliegende Rahmenabkommen so nicht wieder unterzeichnet. Mhm. Das wissen wir. Wir wissen dann vielleicht aber auch, wie die inländischen Reaktionen ausfallen, wie man dann weitergehen will. Und das ist ein Punkt, den der Bundesrat schon noch in den nächsten paar Wochen muss klären muss. Er kann nicht einfach sagen, wir hören jetzt auf mit dem Rahmenabkommen, sondern er muss aufzeigen, was sind die nächsten Schritte, die er angehen will, wie will er im Inland gewisse Probleme lösen, wie will er mit der EU in Gesprächsbereitschaft bleiben. Wir haben keinen Grund, mit der EU nicht mehr zu reden. Mhm. Da muss er dann genau auch mit dem Entscheid, das Rahmenabkommen nicht zu unterzeichnen, muss er sagen, was macht er eigentlich in den nächsten 2-3 Monaten und dann in den nächsten 2-3 Jahren. Ich freue mich, das mit Ihnen dann zu diskutieren und vielleicht einen anderen, auch einen schönen Rotwein mit Ihnen zu trinken. Merci vielmals, danke, sind Sie bei uns. Das war die erste Sendung von uns Federal aus dem Café Federal vis-à-vis vom Bundeshaus. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit den neuesten aktuellen Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Nachmittag.